Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Für die, die mich noch nicht kennen, ich dokumentiere hier auf YouTube meine Reise zum Milliardär. Ich mache jeden Tag ein Video und zeige alles Mögliche, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie ich mein Geld verdiene und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ihr auf dieser Reise dabei sein wollt und vielleicht auch erfolgreich werden wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und in diesem Video geht es darum, warum die meisten Menschen zu kleine Ziele haben. Ich erkläre, was die Ursache davon ist, dass wir so kleine Ziele haben. Und ich erkläre auch, warum man viel größere Ziele haben muss, wenn man erfolgreich werden will. Und jetzt vorneweg erstmal alle, die jetzt sagen, hey, ich will überhaupt gar keine großen Ziele erreichen. Mir reicht es, was ich habe. Dann ist dieses Video nicht für euch, dann könnt ihr jetzt gerne wegschalten. Aber für all diejenigen, die gern mehr erreichen würden, als sie momentan erreicht haben, für die ist dieses Video und euch erkläre ich, warum ihr größere Ziele haben müsst. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, bevor ich jetzt erkläre, warum man größere Ziele haben muss, rede ich erstmal über die Ursache darüber, wieso wir eigentlich so kleine Ziele haben. Beziehungsweise viele denken, sie hätten große Ziele, aber in Wirklichkeit sind es dann doch eher kleine Ziele. Wie kommt es? Und die Ursache davon liegt zum einen an der Erziehung, an unserem Schulsystem und auch an unserem Umfeld. Wie meine ich das? Und zwar wird uns von klein auf beigebracht, wie wir zu denken haben bzw. wie wir unsere Zukunft betrachten sollen. Bei mir war es beispielsweise so, seitdem ich ein kleines Kind war, war mir klar, wenn ich groß bin, dann werde ich sehr viel Geld haben, ich werde einen richtig guten Körper haben. Und es hat in meinem nahen Umfeld schon angefangen, dass mir überall gesagt wurde, ja, ja, warte mal ab, bis du groß bist. Es ist ganz normal, dass man übergewichtig ist. Es ist ganz normal, dass man einen normalen Angestelltenjob hat und 2.000 bis 3.000 Euro im Monat verdient. Das ist alles ganz normal. Und alles andere, das vergesst lieber schnell wieder reich werden. Das ist ein Quatsch. Das sind nur ganz besondere Menschen. Das schaffst du auf jeden Fall nicht. Und solche Dinge. Und da wird einem natürlich erstmal schon beigebracht, hey, denk klein, denk normal, mach das, was alle anderen machen. So ist es richtig. Und ich habe mich Gott sei Dank dem Ganzen widersetzt und habe gesagt, nein, ich will das, ich mache das. Und deswegen bin ich meinen Zielen quasi treu geblieben und habe schon die ganze Zeit sehr große Ziele gehabt. So, dann geht es natürlich weiter in der Schule. Die Schule bereitet auf den Beruf vor, nämlich auf den Arbeitnehmerberuf. Wir bekommen beigebracht, hey, wenn du richtig Gas gibst, wenn du nur Einsen schreibst, dann kannst du vielleicht Medizin studieren, du kannst Jura studieren, du kannst somit Arzt werden oder Anwalt. Das wurde einem als die bestmögliche Karriere vorgestellt, die es gibt. Und ja, ein Arzt kann sehr gut verdienen, ein Anwalt kann auch sehr gut verdienen, aber wenn man betrachtet, wie viele Jahre man dafür studieren muss und wie viel man in diesem Beruf arbeitet und das dann mit dem Verdienst vergleicht, ist es schon irgendwie eine Enttäuschung. Das Problem ist, uns wird beigebracht, dass es quasi das Bestmögliche ist, was man verdienen kann. Ein Arbeitnehmer, der 10.000 Euro im Monat verdient, der hat es geschafft. Der hat ausgesorgt, der ist glücklich, der ist erfolgreich. Und das lässt uns natürlich klein denken. Für uns ist es ganz normal, dass wir in der Schule denken, hey, das Ziel sollte ein Job sein, wo man erstmal 3.000, 4.000, 5.000 Euro verdient. Wer mehr verdient, der ist absoluter Großverdiener. Und das führt jetzt natürlich alles dazu, dass wir einfach keine großen Ziele haben. Wenn du in der Schule sagst, du würdest gern Multimillionär werden, du hättest gern 10, 20, 50, 100 Millionen Euro, da gucken dich alle blöd an und sagen, nee, also das ist komplett unrealistisch, da denk lieber nicht dran, das ist absoluter Quatsch. Mach lieber was Vernünftiges, studier, mach einen vernünftigen Job und dann verdienst du deine 4, 5, 6.000 Euro im Monat. So, und das war jetzt erstmal die Ursache, warum wir so kleine Ziele haben. Die Frage ist jetzt aber, haben denn unsere Ziele einen Einfluss darauf, wie erfolgreich wir werden? Und die Antwort ist selbstverständlich ja. Die Ziele haben sogar einen extrem großen Einfluss darauf, wie erfolgreich wir werden. Meistens ist es nämlich so, dass wir maximal so viel erreichen, wie hoch unsere Ziele sind. Angenommen, mein Ziel ist es, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Dann werde ich vielleicht diese 10.000 Euro im Monat schaffen, aber mehr werde ich vermutlich nicht verdienen. Aber wenn mein Ziel jetzt ist, 100.000 Euro im Monat zu verdienen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ich es irgendwann schaffe, 100.000 Euro zu verdienen, als wenn mein Ziel ist, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Klingt logisch, oder? Die Sache ist die, wenn man Ziele hat, die man wirklich erreichen will, dann muss man sich einen Weg zurechtlegen, wie man diese Ziele erreichen kann. Natürlich reicht es nicht einfach zu sagen, hey, ich will Milliardär werden, ohne mir zu überlegen, wie ich das überhaupt schaffe. Dann klappt es natürlich nicht. Wichtig ist natürlich, dass ich ein großes Ziel habe, und das sind Unterziele unterteilt und mir überlege, wie ich da hinkomme. Aber sobald ich das gemacht habe, dann muss ich ja zwangsweise groß genug denken, um diese Ziele zu erreichen. Und jemand, der das Ziel hat, 10.000 Euro im Monat zu verdienen,
ist schön und gut, ist ein gutes Ziel. Aber ihr werdet halt nur so groß denken, wie ihr denken müsst, um 10.000 Euro zu verdienen. Wenn ihr aber als Ziel habt, 100.000 Euro zu verdienen, dann müsst ihr viel größer denken. Ihr müsst ganz anders denken. Ihr könnt nicht mehr überlegen, hey, welches Studium brauche ich, um einen richtig guten Arbeitnehmerjob zu haben? Muss ich Arzt werden? Muss ich vielleicht ins Investmentbanking oder muss ich Unternehmensberater werden? Sondern man muss viel größer denken, man muss anders denken, weil mit diesen Dingen wird man garantiert keine 100.000 Euro im Monat verdienen. Und deswegen muss man einfach anders denken. Aber dennoch machen es die meisten nicht. Die meisten denken nicht groß, weil, wie bereits erwähnt, Umfeld, Familie, Schule da einen sehr großen Einfluss haben. Die meisten verbringen auch nicht den Großteil ihrer Zeit mit ihrer Familie. Und deswegen ist natürlich immer noch die Frage, wieso hat man dann keine großen Ziele? Die Erklärung ist oftmals ganz einfach. Die meisten haben nämlich Angst, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Die Angst vor dem Scheitern. Es gibt immer ein sehr cooles Gedankenexperiment und das solltet ihr auf jeden Fall jetzt mal machen in diesem Moment. Und zwar stellt euch vor, ihr könntet im Leben nicht scheitern. Egal was ihr machen würdet, egal was ihr euch vornehmt. Was wären eure Ziele? Was wären eure Ziele, wenn alles möglich ist, wenn ihr nicht scheitern würdet? Pausiert am besten jetzt kurz das Video, denkt da kurz mal drüber nach. Macht kurz Pause. Okay, ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein paar Ziele überlegt. Und diese Ziele sollten eure richtigen Ziele sein. Diese Ziele solltet ihr in echt haben, egal wie groß diese Ziele sind, egal wie unrealistisch diese Ziele klingen. Nehmt euch diese Ziele vor und habt keine Angst, dass ihr auf dem Weg dorthin scheitert. Weil am Ende, und das verstehen viele nicht, ist es nicht schlimm zu scheitern. Ganz im Gegenteil, es ist extrem wichtig zu scheitern. Jeder weiß es, nur wer scheitert, der kommt auch weiter, der lernt. Wer gar nicht scheitert, der versucht es gar nicht. Und deswegen müsst ihr scheitern. Es ist auch okay, wenn ihr eure Ziele nicht erreicht. Aber am Ende seid ihr trotzdem noch besser dran, als wenn ihr zu kleine Ziele habt. Angenommen, euer Ziel ist es, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Im besten Fall erreicht ihr das Ziel, aber selbst wenn ihr das Ziel nicht erreicht, wenn ihr richtig Vollgas gebt, dann werdet ihr 20, 30, 40.000 Euro vielleicht irgendwann im Monat verdienen. Wenn euer Ziel jetzt allerdings nur 10.000 Euro im Monat gewesen wäre, dann würdet ihr sehr wahrscheinlich nicht mehr als 10.000 Euro verdienen. Deswegen ist es okay, wenn man die Ziele eventuell nicht erreicht. Natürlich bin ich trotzdem überzeugt davon, dass wenn man irgendwas richtig will und alles gibt, keinen Tag Pause macht und immer Vollgas gibt, dass man jedes Ziel erreichen kann. Dass man wirklich jedes Ziel erreichen kann, wenn man wirklich alles dafür gibt. Und auf diesem Weg kann ich euch versprechen, werdet ihr sehr, sehr, sehr oft scheitern. Aber am Ende, nur weil ihr scheitert, seid ihr noch keine Verlierer. Ganz im Gegenteil, wenn ihr jedes Mal weitermacht, dann könnt ihr nur Gewinner werden. Verlierer sind nur die, die irgendwann aufgeben oder die, die es gar nicht versuchen. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Denkt mal über eure Ziele nach. Habt wirklich ein bisschen größere Ziele. Habt keine Angst davor, zu versuchen, diese Ziele zu erreichen. Ihr habt nur ein Leben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man alt ist und bereut, dass man es nicht versucht hat. Denn am Ende bereut man vermutlich immer die Dinge, die man nicht gemacht hat und niemals die Dinge, die man gemacht hat. Deswegen ein kleiner Rat von mir. Versucht's. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr scheitert. Und wenn ihr scheitert, dann steht ihr einfach wieder auf und macht weiter. Denn nur Verlierer bleiben am Boden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich begleite hier meine komplette Reise zu Milliardär. Ich mache jeden Tag ein Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dieser Reise dabei sein wollt. Wenn ihr auch erfolgreich werden wollt und wir eine geile Community bilden können, die zusammen erfolgreich werden will. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.